Ausgangspunkt war eigentlich, also ich wurde eingeladen, auch für diesen Raum hier unten was zu machen. Und dann bin ich mal hier, also bin ich hier hingefahren und habe mir das Museum angeschaut. Ich kannte aber auch Luxemburg, die Stadt und so. Und dann habe ich in diesen Raum hier mir angeschaut und irgendwie beim Nachforschen über das Museum bin ich halt auf ein Bild gestoßen, was noch aus der Bauphase ist und wo es halt so diese Situation gibt mit dem Gerüst und dann dieses Verschalungsholz und das war so der Ausgangspunkt. Das war so ein Punkt, denn der Ursprung von Luxemburg, der Stadt, ist ja sozusagen, ihr nennt das den Grund, also diese Schlucht, wo das alte Luxemburg ist, was so ein bisschen der Ausgangspunkt auch wiederum ist, sozusagen der Ausgangspunkt des Museums, das Ausgangspunkt der Stadt. Und mit diesen Felsen denkt man ja, also so assoziiert man diesen Gedanken, also diese Schlucht. Und dann von dem Architekten Pai seine ganz, ganz frühen Arbeiten, also die er gemacht hat, als er noch Student war und auch noch so Betonarchitektur eher gebaut hat, also eher so brutalistisch, nicht wie jetzt, die Gebäude, die ja so weltweit sehr ähnlich sind, also egal ob Paris oder hier oder so, oder Berlin, das sieht immer sehr ähnlich aus, weil er immer diesen Stein verwendet. Aber bei seinen ganz alten Gebäuden spricht er auch immer noch davon, wie wichtig das ist, also auf einen Ort einzugehen, oder dass er ja halb Chinese, halb amerikanisch, diese chinesische Seite, die Tradition. Und in seiner Abschlussarbeit vom Studium hat er halt gesagt, dass jedes Museum eigentlich einen kleinen Garten braucht. So ist das hier sozusagen der Garten für Pai. Also mit diesem Gerüst bringt es das ja wieder dahin. Also in dem Moment denkt man ja auch, wenn man oben in so eine Ecke guckt oder so, denkt man ja auch an so eine, also dann ist es ja plötzlich, weiß man gar nicht mehr, ist es jetzt schon fertig, das Gebäude, also plötzlich fängt eigentlich so ein sehr perfektes Gebäude an, auch wieder so zum Rohbau zu werden oder so. Also der heißt ja auch Garten für einen glücklosen Schatten, was ja eigentlich auch eher so ein traurigerer Titel ist. Also das beziehe ich auch sehr so auf dieses, vielleicht auch auf diese Art von Architektur, die ich auch problematisch finde, die halt so in den 90ern, also egal wo man in der Welt ist, dass die ja sehr, sehr ähnlich sind. Also bestimmte Personen haben was gebaut. Man erkennt, ja, und das verfolgt einen ja auch so ein bisschen. Und das meine ich auch damit. Und dann natürlich auch, die Schlucht von Luxemburg, dass das ja auch so ein schattiges Tal ist. Eigentlich erst in den letzten Jahren ist es ja sehr, sehr beliebt und hip geworden. Aber vorher war das ja immer, das sind das Gefängnis, die Kasematten halt. Also es ist eher wie, und also darauf beziehe ich das auch so ein bisschen. Und dann außen gibt es ja dann auch nochmal so Betonarbeiten, die so ein Zwischending zwischen eigentlich einem Stein und einer Architektur sind. Dann gibt es diesen Glasberg auf dem Sockel, was ein Gebäude auch von Pai ist, was dann also auf der einen Seite auch nochmal auf seine Gebäude bezieht, aber auch was Luxemburg ist, halt diese Schlucht, und oben stehen halt dann die Neubauten. Und da dieses eine Gebäude ist halt der Hancock Tower in Boston. Und da ist der wurde in den 70ern, Ende 70ern, glaube ich, ich hoffe, es geht jetzt kein Mist, Ende 70er, Anfang 80 fertiggestellt. Und da sind ein paar Wochen nach der Öffnung alle Glasscheiben rausgefallen. Und das wurde dann durch nicht Spanplatte, sondern Sperrholzplatten ersetzt. Und bis die Versicherung das alles geregelt hatte, hatte die halt komplett Sperrholzplatten. Also dadurch dieses Material und dann dieser Berg, sozusagen die gefallenen Glasscheiben wieder zum Berg gemacht, was aber auch dann so, also man hatte ja so einen Blick drauf, wenn man so durch diese Öffnung guckt, was wieder auch so ein Element aus der chinesischen Gartenarchitektur ist, wie auch diese Öffnung, dass man diesen Berg, dann heißt die geliehenen Landschaften, also der Blick in die Ferne auf den Berg, dass man den wieder dazu, also so ergänzend, jetzt fällt mir nichts mehr ein.